Das ist der Gizmo. Hallo Gizmo. Ach je. Gizmo lag auf einer Straße und war eigentlich bereit zu sterben. Er hat sich nicht mehr bewegt. Der war übersät von Maden. Er ist total dünn und war halt völlig durch. Also, der ist dann eingesammelt worden und zu uns gebracht. In der Nähe von Odorhei, eine Stunde entfernt. Er hat so recht eigentlich keine Wunden. Sein gesamter Halsbereich ist total wund. Und da haben auch diese ganzen Maden gesessen. Wir haben ihn gewaschen erstmal. Dann abgeschnitten halt, um zu gucken, was los ist. Aber wie gesagt, keine großen Wunden. Einfach der gesamte Halsbereich wund. Und es war so ekelhaft, diese Maden, 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 Maden. Da sieht man das noch hier an der einen Stelle. Es wird jetzt eingesprüht, halt immer die Wunde und sauber gehalten. Mit Calendula, natürlich bekommt er Antibiose, Entzündungshemmer, Schmerzmittel. Das ist ganz alter Rüde. Och. Ist soweit total passiv, zeigt wenig Emotionen. Er wedelt jetzt, wenn ich mit Essen komme. Guten Appetit hat er, gute Verdauung hat er und er wird ganz gerne auch wieder raus hier. Er ist jetzt gerade hier in der Quarantäne in so einem Abteil, einfach um ihn ein bisschen genauer im Blick zu haben und das möglichst sauber zu halten. Leute, muss gleich erstmal die Augen sauber machen. Das ist der nächste Schritt und dann gibt es wieder eine Halssprühung. Ne? Und ja. Ach, ich muss immer an diese Maden denken. Wahnsinn, 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 Wahnsinn war das. Jesus Christ. Naja, die sind jetzt auf jeden Fall weg.